herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PHP-Series. Ihr werdet euch erstmal wundern, warum sieht das Ganze so clean aus. Ich muss dazu sagen, ich habe gerade mal ein bisschen aufgeräumt. Einfach aus dem Grund, es wurde in den letzten Folgen immer voller und voller in unserem Code und langsam auch nicht mehr übersichtlich. Und ich finde, das ist wichtig für ein Tutorial. Heute möchte ich mit euch PHP-Sessions angehen. Was genau sind eigentlich PHP-Sessions? An sich sind PHP-Sessions was Cooles. Der Vorteil an PHP-Sessions ist, ihr könnt den Nutzer identifizieren, auch wenn ihr eure Seiten neu lädt. Ihr müsst euch das ja so vorstellen. PHP führt immer ein Script aus. Wenn sozusagen das Script fertig ausgeführt wurde, ist die Verbindung sozusagen zum Nutzer abgeschlossen, der Nutzer hat seinen Inhalt bekommen, wir wissen nicht mehr, wer der Nutzer ist. Und jetzt kommt Sessions ins Spiel. Wenn ich also als Nutzer X jetzt mich einlogge auf einer Webseite, möchte ich ja schließlich auch, wenn ich durch die Webseite navigiere, weiter eingeloggt bleiben und nicht das nur einmal für eine Webseite haben. Macht ja auch Sinn. So, ich muss aber irgendwie die Nutzer eingeloggt lassen und die Nutzerdaten sozusagen speichern. Ich kann aber ja schlecht die Nutzerdaten an den Client übergeben und der Client loggt sich sozusagen selbst wieder mit immer jedes Mal ein mit dem Passwort und dem Nutzernamen zum Beispiel. Automatisiert. Wäre ein bisschen doof. Weil eigentlich müsste den Client ja auch dazu bringen, das zu machen. Dahin kommen jetzt Sessions ins Spiel. Was machen Sessions genau? Sessions basieren auf Cookies. Cookies möchte ich dazu sagen, werde ich in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen. Aber prinzipiell ist ein Cookie sozusagen ein Element, was dem Nutzer gesetzt wird. Das heißt, der Nutzer behält es im Browser. Session Cookies werden halt sozusagen dem Nutzer gesetzt. Das heißt, man muss sich das so vorstellen. Der Nutzer öffnet eine Webseite. Dann wird ihm ein Session Cookie in seinen Browser gesetzt. Dieser bleibt meistens bis zum Schließen des Browsers bestehen oder halt läuft halt nach einer bestimmten Zeit ab. Standardmäßig ist es, glaube ich, bei Apache 15 Minuten. Das kommt aber auch darauf an, wie ihr euren Webserver einstellt. Ihr könnt es prinzipiell lange einstellen. Ich würde aber bei 15 Minuten bleiben, einfach damit halt Sessions nicht gehijackt werden. Das erkläre ich auch gleich mal, warum. Was ist dieser Session Cookie? Prinzipiell ist es halt einfach ein String, also sozusagen eine Zeichenkette aus Buchstaben und Zahlen. Diese wird dem Nutzer gesetzt. Diese ist eindeutig. Der Server wiederum im Hintergrund speichert sozusagen, weiß anhand des Cookies, den der Nutzer sozusagen an die Webseite automatisch übermittelt beim Aufrufen. Das ist der Nutzer, der war vorhin da, der hatte vorhin die Session geöffnet und bei ihm wurden folgende Variablen in der Session hinterlegt. Und jetzt merkt ihr schon, Variablen. Jetzt kommt nämlich der Trick. Sessions, werdet ihr auch später merken, spätestens nach der Erklärung der Cookies, Sessions haben einen gewissen Vorteil gegenüber Cookies. Sessions sind auf dem Server gespeichert. Heißt, alle Variablen, die ihr speichert, bleiben auf dem Server. Der User hat lediglich diesen Cookie gespeichert. Und dieser Cookie, anhand dieses Cookies weiß der Server, diese Variablen gehört zu dem Nutzer. Der Nutzer sieht aber nie, was auf diesen Variablen ist. Heißt, ihr könntet prinzipiell, bitte macht das nicht, das Passwort dort speichern. Das solltet ihr nie im Leben machen. Aber ihr könnt das so machen, wenn der Nutzer sich sozusagen anmeldet, setzt ihr eine Session. In dieser Session, setzt ihr dann sozusagen die User-ID. So, der Nutzer hat ja dann sozusagen diesen Cookie und den behält er so lange, bis der Browser geschlossen wird oder diese 15 Minuten verstrichen sind. 15 Minuten, wohlgemerkt, werden aber auch immer wieder erneuert, wenn ein neues Skript aufgerufen wird auf dem Server. Das heißt, er hat eine Webseite aufgerufen, er ruft sozusagen, geht auf die nächste Webseite, hat aber eine Minute auf der ersten Seite ist er verblieben, dann geht er halt nach einer Minute auf die nächste Seite, dann ist sozusagen prinzipiell hat er nur 14 Minuten, dann wird es verlängert auf 15 Minuten wieder und so weiter und so fort. Das heißt, bei jedem Skriptaufruf verlängert es sich wieder auf 15 Minuten, sofern die Session noch nicht abgelaufen ist. So, und jetzt kommt das Ganze hat halt den Vorteil sozusagen, ich kann dem Nutzer dann diese User-ID sozusagen in der Session setzen und unsere Webseite weiß jedes Mal, wenn sozusagen der Nutzer kommt, loggt sich an dem Server ein, Server weiß, der Nutzer hat den und den Cookie, daher weiß ich, dass die und die Session-Variablen zu ihm gehören, dann prüfen wir ab, ob die Session tatsächlich gesetzt ist, wenn ja, wissen wir die User-ID zum Beispiel und können über die User-ID dann entsprechend den Nutzer ermitteln und dementsprechend wissen wir, dass der Nutzer eingeloggt ist. So funktionieren halt ganz einfache Login-Systeme und deswegen sind Sessions verdammt wichtig. Wie funktionieren Sessions? Recht einfach. Als erstes müssen wir Session-Start eingeben. Warum? Naja, wir müssen unserem Webserver erstmal sagen, am Anfang des Skripts, wir möchten das Session-System nutzen. Damit checkt er prinzipiell den Cookie ab und lädt unsere Session-Daten. So, jetzt möchten wir hier ihm eine Session setzen. Das heißt, wir machen jetzt sozusagen
hier ist ein Input-Feld, das ist ja ein, hier ist es ja ein Type-Text und hier schreiben wir jetzt rein, Name, Input, Placeholder, schreiben wir jetzt mal rein, deine Nutzer-ID. So, und dann klicken wir auf Adjene, dann klicken wir auf Absenden, schreiben wir mal, und dann wird das Ganze abgesendet. Dann machen wir jetzt einfach, weil es jetzt im Post ist, machen wir es so, if isHead $_post und dann ist das ja der Name, das ist dann in diesem Fall Input. Wenn also unser Input gesetzt ist, dann machen wir $Session, so, groß geschrieben, und dann halt User-ID gleich $_post Input. Dann übergeben wir das Ganze, so einfach, so gut. Jetzt haben wir das Ganze hier. So, jetzt wollen wir auch nochmal dem Nutzer sozusagen sagen, dass er seine Session hat. Das heißt, hier Last Operations oder hier machen wir hier einfach eine Ausgabe. Deine Session-ID lautet. Punkt. So, und jetzt können wir hier einfach fragen. Mache ich wieder hier einen PHP-Code hier rein. Das heißt, wir geben es nur aus, wenn er sozusagen animated ist. Das heißt, wir fragen if isSet $Session. Dann halt User-ID, so haben wir die Session-Variable genannt. Sozusagen, wenn das so ist, dann kommt hier überhaupt dieser Code erst zum Laufen. Fragezeichen PHP, Fragezeichen Backslash. Hier kommt dann halt sozusagen das. So, was müssen wir jetzt hier rum? FSet. Ach, da fehlt eine Klammer. So. So, jetzt passt das. Das heißt, hier kommt deine Session-ID lautet. Und hier geben wir dann halt einfach nur die Session aus. Heißt echo $Session, beziehungsweise besser, wir geben nicht unsere Session aus, sondern wir geben unsere Session-Variable aus. Das ist ein User-ID. So, soweit, so gut. Das war unser Hexenwerk. Und jetzt wollen wir das Ganze einmal ausführen. Dazu rufe ich einmal den Browser auf. Gehe hier einmal auf localhost/web/YouTube. Jetzt seht ihr meine Nutzer-ID. Oh, habe ich einen Tipp drin, aber egal. Heißt, ich gebe jetzt meine Nutzer-ID ein. IBIMS1Test. Klicke ich auf Absenden. Jetzt lautet meine Session-ID IBIMS1Test. Jetzt rufe ich die Seite nochmal neu auf. Steht die ganze Zeit IBIMS1Test. Warum? Naja, wie ich ja schon gesagt habe, der Server merkt sich diese Session-ID, solange der Browser offen ist. Und halt beziehungsweise 15 Minuten halt sind. Und das ist das Ganze und das die Magic hinter diesen ganzen Session-IDs. Beziehungsweise hinter den Sessions. Und wie gesagt, aus dem Grund sind sie sehr, sehr sinnvoll. Wenn ihr zum Beispiel ein Login-System schreiben wollt, dann könnt ihr dem Nutzer halt sozusagen, beziehungsweise im Hintergrund speichern, dass der Nutzer sozusagen das hat. Das Einzige, was sozusagen der Nutzer davon sieht, dass sozusagen ihr diese Variable habt und wisst, dass er XY ist, ist, wenn ihr jetzt hierauf geht, hier oben könnt ihr auf Cookies sehen, localhost, ein Cookie verwendet, PHP-Session-ID. Diese ID ist sozusagen die ID, die sozusagen unser Apache-Server in diesem Fall nutzt, um zu determinieren, beziehungsweise PHP, zu determinieren, dass das der Nutzer ist, mit der eben halt diese Variablen hinterlegt sind. Ja, soweit so gut. Ich hoffe, ich habe einigermaßen die Sessions erklärt. Ich hoffe, es war auch einigermaßen verständlich, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ihr nochmal Fragen zu Cookies habt, es wird demnächst nochmal ein PHP-Tutorial zu Cookies kommen. Das ist genau das nächste hier nach. Dann schaut einfach nochmal hier rein. Wenn das veröffentlicht wird, dann werde ich auf jeden Fall auch nochmal eine Infocard hier zusetzen. Und dann könnt ihr euch das auch nochmal ansehen. Wenn ihr sonst Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Wenn ihr auch Fragen jetzt zu Cookies habt, weil das Video kommt ja vor den Cookies, auch einfach in die Kommentare schreiben, dann erkläre ich das einmal kurz da drin. Und ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.